Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Clash of Clans in Ancients World. Ja, wir sind ziemlich weit gekommen. Mit dem Goldpass hätten wir einen ganzen Haufen Belohnungen mehr. Naja, das ist ein gratis Let's Play. Außerdem brauchen wir das Elixier jetzt. Als nächstes bekommen wir einen Machttrank. Ich will versuchen, mindestens das Dunkle zu erreichen. Wir könnten das echt brauchen. Okay, so. Was machen wir denn jetzt? Wir sind ein Rathaus auf Stufe 8. Wir haben noch einen Haufen. Warum ist das mein Konto gesperrt? Ach, was auch soll's. Ist eh gratis. Also, wir haben noch einen Haufen Sachen, die wir aufstellen müssen. Hier namentlich die Ressourcengebäude sind jetzt fertig. Magneturm, Bombenturm und Tesla. Bauen wir das kleine Zeug zuerst. Der Bombenturm ist letztes. Ja, Magierturm. So, und als nächstes kommt dann der Minenwerfer. Halt, da. Hier ist er. Und zack. So. Millionen. Da werde ich mich dann demnächst wohl reinhängen müssen, wenn ich das Ding auch aufbauen möchte. Wir verbessern jetzt aber erstmal die Mauern, weil auf Level 1 oder 2 das sieht lächerlich aus. So, Level 3, ich finde die Level 3 Mauern sehen eigentlich ziemlich gut aus. Erinnere mich aber irgendwie nur an Betonmauern, also wisst schon, diese Mauern, die man verwendet, wenn man Straßenabschnitte absperrt bei großen Veranstaltungen und Festen und so weiter. Was verbessern wir hier? Entweder zur Walküre oder zur Pekka. Wisst ihr was? Ich denke, ich gehe mit der Walküre. Pekka wäre zwar auch die nächste Stufe, aber ich glaube, dass wir besser dran sind, wenn wir Pekka ver nicht Pekka. Wenn wir Walküre zuerst freischalten. Wir haben kein Buch des Bauens. Die Goldrune möchte ich fürs Erste nicht verwenden. Die verwende ich erst dann, wenn wir volle Lager haben. Also, voll ausgebaute Lager haben. Vielleicht sogar gar nicht auf Rathausstufe 8, es sei denn, wir hätten eine Ersatzrune. Ja, Pekka wäre trotz allem doch noch gut. Nee, nee, ich denke, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Und wir nehmen die Walküre. Ja. Oder, nee, warte, wir bauen hier die zweite dunkle Kaserne aus auf Schweinereiterniveau. Teil 1, unsere Schweinis werden schneller besser. Teil 2, wir können unsere Armee ausbilden. Das ist unsere aktuelle Farming-Armee, wenn die erste Kaserne belegt ist. Und, ja, ich meine, es ist nicht so viel Elixier. Das werde ich schon irgendwie zusammenkratzen können. Wird halt ein bisschen dauern. Wenn ich das einsammle, sind wir fast schon wieder bei einer Million. Ja. Oh. Richtig. Wir haben den letzten Bauarbeiter gerade verheizt. Die Basis hier muss ich auch neu ändern. Naja, aber das mache ich wann anders offline. Also, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, und die Aufnahme läuft jetzt wenigstens. Wir hatten gerade eben ein kleines Problem. Ich habe nicht gemerkt, dass die Aufnahme nicht lief und habe die Mauern hier, wie ihr seht, auf Stufe 4 und 5 verbessert. Und den Bogenschützenturm ist als Upgrade gestartet. War in der Bauarbeiterbasis etwas aktiv, um ein paar Punkte zu sammeln für unseren Silberpass. Bauarbeiterbasis ist langweilig.
Das, ja, Tau ist. Ja, man kann es als Let's Play nehmen, aber. Ich zeige euch hauptsächlich das Heimatdorf. So also Bauarbeiterbasis, ab und an, aber nicht wirklich der Fokus. Ich wollte jetzt eigentlich nicht darüber reden. So, was machen wir? Ich bin noch nicht dazu gekommen, dass ich, ach übrigens, das hier ist unsere neue richtig ausgebaute, nicht vollständig ausgebaut, aber besser aussehende Kriegsbasis. Irgendwie mag ich sie. Mal wieder raus hier. Naja, so, oh, wir sind im Krieg dabei. Schön, schön, schön. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir unsere, wir haben einen zusätzlichen Platz für einen Giftzauber. Unser erster dunkler Zauber. Könnte hilfreich sein, vor allem wenn er gegnerische Clan-Truppen aus der Clanburg stoppt. Verbessern wir jetzt noch schnell das Lager, also die Lager bei Saksak, beide. Solange sie so klein sind, sind es Zwischenupgrades, die kann man durchaus machen. Und jetzt suchen wir etwas, wo wir unseren Speicher, also Goldspeicher, wieder aufbauen können. Schließlich haben wir einen Haufen Gold-Upgrades. Einen noch nicht gefundenen Bombenturm, noch nicht gebauten Bombenturm und Mauern, die erst auf Stufe 4 sind, beziehungsweise 5, die mindestens auf Stufe 6, 7 sein sollten. Also ich ziehe erstmal alle Mauern nach oben, die wir gerade eben haben, bevor ich die Mauern auf Stufe 8 schicke. Irgendwie kommt hier gerade eben nichts Gutes. Ich denke, ich schneide bis zum Angriff. Ja, bis gleich. Okay, das hier sieht gut aus. Luftabwehr ist relativ niedrig. Luftfeger zeigt in die falsche Richtung. Und, ja, Feuer frei. King zur Ablenkung und die Schweine bitte alle durch. Dann hier von unten rollen dann mal bitte die Drachen alles nach oben auf. So, und wenn das jetzt so läuft, wie ich es mir denke, dann, es läuft nur halb so, wie ich es mir denke, aber immerhin kümmern sich die Schweine schon mal um das, was sie sollen, nämlich die eine Luftabwehr. Es ist wunderbar, wenn es mal wie geplant läuft. Gut, sie reißen jetzt hier den Bogenschützenturm noch ein. Das heißt, der wird unseren Drachen auch nicht gefährlich. Und oh, da oben sind die Tesla. Trotzdem zeigt der Luftfeger in die falsche Richtung. Der deckt gar nichts, bis auf das Rathaus. Das heißt, Rathaus-Sniper werden damit ein Problem haben. Aber ich denke, Rathaus-Sniper benutzen Bodentruppen. Oder Helden. Die werden wahrscheinlich da locker dran vorbeikommen mit dem König. Und dann haben sie das Rathaus auch und der Luftfeger macht dann wieder nichts. Sascha, wenn du das hier sehen solltest, du solltest vielleicht dein Basisdesign überdenken, ein paar Upgrades machen und den Luftfeger, wenn du es nicht überdenkst, mindestens umdrehen. Ein Luftfeger, der keine Verteidigung beschützt, ist äußerst sinnlos. Ich meine, er macht selbstständig keinen Schaden, von daher. So. 500.000, davon kriegen wir 10 Mauern auf Level 5. Waren das 10? Nein, nee, das waren mehr. Ich werde es nicht abzählen. Aber ich bin versucht, es abzuzählen. Den Stein hier brauchen wir nicht. Davon haben wir noch einen hier in der Ecke. Schade, ich habe nicht genügend, um diesen Stein aus dem Weg zu räumen mit der Hindernisschaufel. Ich möchte so viele Steine wie möglich dort oben vor den Händler und vor die Clanspiele hinstellen. Vielleicht den Felsen weiter nach oben, da wo die Clanspiele anfangen und dort, wo der Weg ist, vielleicht diesen kleinen viereckigen Stein, der unten neben dem Magierturm liegt.
Da muss ich ganz viele Juwelen für sammeln, damit wir dann uns diese ultrateuren Schaufeln leisten können. Es sei denn, wir gewinnen sie in den Clan-Spielen. So, im Labor haben wir momentan auch nichts aktiv zu machen. Beziehungsweise, wir haben nicht genügend Kapital, um was aktiv zu machen. Hier gibt es tausend Sachen, die ich gerne machen möchte. Plus, wir müssen noch 5 Stunden mindestens warten, bis der Zauber fertig ist. Naja, also. Wir warten auf die Armee und ich hole euch dann, wenn wir fertig sind für unsere nächsten Raids. Also bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Wie ihr seht, habe ich die Zeit zwischendurch genutzt und habe unsere Basis etwas umgestellt. Ganz neben der Tatsache, dass ich jetzt hier ein paar kleine Upgrades schnell fahre, zwar zwischendurch Upgrades, also der niedrige Turm, dann also die schnellen Upgrades halt, also die kleinen Elixierlager, die kleinen Goldlager und der schlecht bzw. noch nicht weit ausgebaute Bogenschützenturm. Mein Gott, wisst ihr noch, wie wir in den ersten Folgen, die ein paar Dutzend Mal haben, updaten müssen? Ja, das lief schnell. Frag mich gerade, wie es ist, einen Rusher zu fixen, also zu reparieren. Bei dem läuft ja dann auch erstmal alles total schnell, wenn er gute Truppen hat, dann kann er. Naja, Rusher haben meistens weniger gute Truppen. Aber es wäre vielleicht mal interessant, so einen Rusher zu reparieren. Nur besonders anstrengend. Man kann nicht mehr wirklich rushen, so wie früher. Und ich glaube, das wäre auch so nervig, dass ich es wahrscheinlich aufgeben würde zwischendurch. Vor allem, du musst eine Menge farmen, um die Sachen nach oben zu bringen, und dann wirst du überfallen, weil du eine Menge Loot hast. Also eine Menge Ressourcen, und ja, du bist eigentlich. Du hast weder eine starke Angriffskraft, noch hast du eine starke Verteidigung. Und alles, was du erhöhst, bringt dich zwar, also ein bisschen weiter, aber nee, es bringt dich nicht direkt auf Level. Das heißt, du wirst wie eine Kuh gemolken. Ein interessantes Basisdesign hier. Ich glaube, diese Basis macht mehr Sinn auf Level 9. Rathaus Level 9. So, Schweinis schaffen die Luftabwehr unten nicht. Schade. Wir setzen von hier oben aus die Drachen ein. Oh, die Luftabwehr wird repariert. Sehr gut. Der König. Ich habe meine Zweifel, dass der die Luftabwehr schafft. Hängt, wie gesagt, hier gerade beim Goldspeicher rum. Goldlager. Also kommt drauf an, wie weit er kommt. Ja, das war zu erwarten. Wie weit er kommt, ob der noch die. Einwackler? Naja. War der Arbeitsspeicher mal wieder voll? Naja. Den werden wir verkraften müssen, fürchte ich. Hab noch keine Möglichkeit gefunden, das zu verbessern bzw. zu reduzieren. Die Luftabwehr feuert auf unsere Drachen, das gefällt mir nicht. Mal schauen, wie weit sie noch kommen. Im dunklen Bohrer ist nicht sehr viel drin, aber. Der Rest war im Rathaus. Gut, sehr gut. Wir haben all das dunkle Elixier gekriegt, das ist schon mal eine Menge. Wenn wir jetzt noch das restliche Elixier kriegen und dann noch ein bisschen was vom Gold, dann bin ich happy. Wenn die Drachen allerdings den Tesla und die Luftabwehr niedermachen, kriegen wir hier alles. Wir haben alles gekriegt. Genial. So, die restlichen Gebäude sind kein Hindernis für die Drachen. Zeit haben wir auch noch mehr als genug. Ich habe die Bauarbeiterhütte dort oben ganz übersehen. Aber hey, die Drachen haben sie gefunden. Es
Es dauert halt immer ein bisschen, bis sie dahin geflogen sind. Und Rösti, das letzte Haus ist kaputt. Ich glaube, das war ein bisschen wenig an Elixier. Ah, wir haben den Dingsbonus gekriegt. Was mache ich jetzt hiermit? Ich denke, ich mache ein paar Mauern damit vielleicht und ach ja Gott, was noch? Hier im Labor vielleicht? Moment, habe ich gerade echt ach Herr Gott gesagt? Das ist ein Spruch, den mein Opa immer gesagt hat. Ach Mann, ich kann's nicht glauben. Ich sag das nie. Naja, egal. Stellen wir jetzt hier drüben in der Fortschrittsbasis mal ein paar Sachen rein. Ich möchte die endlich mal benutzen. Da fällt mir ein, ich muss die Fortschrittsbasis neu umbauen. Was ich euch wahrscheinlich in den nächsten 10.000 Folgen dann auch noch erzählen werde, weil ich es dann zwischendurch wahrscheinlich doch nicht mache. So. Gehen wir hier rein. Ah, unsere alte Basis. So viel Nostalgie. Nicht wirklich. Wir wollen hier jetzt mal ein paar Mauern ausbauen. 1,5, also 150.000. Ja, 150.000. Willst du bitte reingehen? Na gut, dann erstmal nicht. So, jetzt 1 und 2, beide drin. Oh, ich kann alle auf Level 5 bringen, das machen wir doch. Und damit sind wir jetzt wieder super pleite. Ja, das war gerade ein seltsames Schauspiel anzusehen. Die Schmierereien, die Truppen gemacht haben, dieser Fehler von gerade eben, der war unterhaltsam, wenn auch nicht ganz erwartet. Ja, wir können uns. Nein, wir können nicht. Wir verbessern die dunkle Kaserne jetzt. Ich glaube nicht, dass wir dann genügend. Nee, wir haben nicht genügend, um unsere Armee auszubilden. Es sei denn, wir verzichten auf. Gar nichts. Ich denke, ich beende das für heute so. Ganz einfach, weil wir auch keine Schweinis ausbilden können, fällt mir gerade auf. Müssen wir warten, bis das hier fertig ist. Tja, habe ich mir jetzt selbst ins Bein geschossen. Kommen wir nicht vorwärts. Naja, egal. Ich hoffe dann sehr, dass euch die heutige Folge gefallen hat, dass euch unsere neue Base hier gefällt. Dunkle Zauber müsste ich dann auch aufrüsten, aber das kommt später. Ja, und Ancients World Out, stay safe. Bis dann. Tschö. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder.